Es geht dramatisch weiter. Wir haben ein Feuer entfacht in Kuwak und wir haben den rosa Elefanten gefunden oder Elefantentrio oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Meint ihr vielleicht, wie es schon immer geworden wäre? Nein, das klingt falsch. Es ist offensichtlich, dass du dich nicht mit temporaler Grammatik auskennst. Wir brauchen hier mindestens Futur 5. Sowas wie es schon immer gewesen sein wäre. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Gute Reise, Dumbo und Elefant. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisende, er ist wieder hier. Ah, er musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Oh, oh. Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, erstaunt, Professor Ziegler. Was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Okay, was ich jetzt aber eindeutig mal mache. Ich hatte echt gehofft, dass das irgendwie besser geht mit der Musik, aber ich mache die jetzt mal eindeutig was leiser, weil das kann es nicht sein, dass sie auf unterschiedliche Art und Weise so laut ist. Okay, dann gehen wir jetzt aber mal ins UFO. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Der Stromumkehrer. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lern. Knopf. Das ist doch Elysium. Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass man hiermit das Reiseziel einstellt und nicht das Ziel für die Tachyon-Torpedos. Auswahl rechts bestimmt. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Und links? Dann bestätigen. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Tschüss, Leute. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Und noch einmal und noch, hä? Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Hey, ich fass es nicht. Er ist auf Elysium angekommen. Tür zur Abstellkammer, Tür links. Tür zur diese Tür ist einen Spalt weit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Ne, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Was ist hier für ein Knopf? Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Okay, und was ist, wenn wir rausgehen? Oh. Thank you.
Ne. Ne. Was ist aus Elysium geworden? Aber... Nein! Das stimmt doch nicht! Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Und meine erste Bedingung ist auch nochmal, ganz ehrlich, die Zaubermischung ist verdammt beschissen. So. Eingeklemmte Elysianer. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enten lose aus dem Arm baumeln. Aber das Rohr beiseite? Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Okay. Tun Sie schon was? Nein, wieso? Okay. Tutti Frutti Eis bestellen? Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Schokoeis, Vanille? Eine Stange. Ah, mit der Stange bestimmt hier hochhebeln. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Die ist zu groß für den Eislift. Zu schade. Das wäre ein famoses Eis am Stiel geworden. Ich hab 'ne Idee. Bestimmt müssen wir... Was macht McChronicle da? Na toll, außer Besen nichts gewesen. Na Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Aber jetzt ein Ernstes. Mit. Was zum... Ballons? Also mit so einem Kinderkram. Also, Moment mal. Sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu. Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, Sie kriegen vor Staunen den Mund zu. Ronny. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, Sie zufriedenstellend zu beantworten. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle, tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Elysium steht in Flammen. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Boah, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Ich hab's überlegt, ich nehm doch den Trostpreis. Ich hab's mir überlegt. Ich nehm doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben, dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kuh.
Natur, das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Ich glaube, das, ja, das ist eine Paintball-Gun. Und kann ich jetzt hier... Da ist ja gar keine Munition drin. Was für ein Spielverderberladen ist das denn hier? Knopf? Hurra! Tosender Applaus! Die Minotaur! Endlich ein würdiger Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen! Yeah! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Yeah! Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Ballons mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Okay, Paintball-Gun. Ab. Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Okay, können wir Eis dafür nehmen? Tutti Frutti Eis. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, nicht wahr, Herr? Es liegt doch an, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr, sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Ach, jetzt hat er das echt geschlürft. Ein Schokoeis? Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Oh Mann. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Jetzt hör auf zu schlürfen. Vanilleeis. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten. Das Trink. Ja, ja. Wenn wir das so machen? Ohne Munition ist... Kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich will... Ich hätte dann noch ein paar... Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, yeah. Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Du weißt nicht zufälligerweise, wo ich einen Feuerlöscher finde? Du weißt nicht zufällig, wo ich einen Feuerlöscher finde? Oh doch, es gibt welche auf Ebene 3, 5, 7, 12 bis 41 und in allen Habitatzonen. Ich brauche ihn aber hier. Oh nein, ich habe dich enttäuscht. Wenn es hilft, könnte ich versuchen, das Feuer auszuspucken. Jetzt lass das. Danke für gar nichts. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur. Das Tschüss, Ronny. Was ist, wenn wir da wieder reingehen? McChronicle? Du, McChronicle? Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwetten. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch, nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder?
Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau, können wir dann ja noch sehen. Brauchst du noch lange? Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Hm? Ein Temporalphysikerwitz. Versteh ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Elysianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, du bohrst nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber nein, der Deal war... Deal ist Deal. Denk an den Deal. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Ich suche einen Feuerlöscher. Hast du irgendwas in Brand gesteckt? Würdest du mich kennen, wüsstest du, dass das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ich glaube, ich habe vorhin einen gesehen. Schau doch bitte selber, ja? Ich bin hier mitten in einer Sache. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Hier können wir nichts... Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Oh, ein Feuerlöscher. Puh. Verdammt, ich komm nicht ran. Mit der Stange. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. McChronicle? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Feuerlöscher? Okay. Eislift? Tatü, tata, Rettung ist nahe. Und jetzt einfach. Ach, dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Da war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Weg mit dem Dreck. Können wir den da oben? Nutzt er mir wenig. Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man im Notfall statt Glasaugen auch Hühnereier nehmen kann. Oh. Was ist... Könnt ihr es mal... Oh, jetzt haben wir den Haken. Oh. Aua! Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Okay, können wir diese Kabeltrommel jetzt hier... Ganz schön wackelig hier. Die Kabeltrommel in Blumen passen? Und dann bestimmt mit der Stange ankurbeln. Irgendwas muss man doch damit machen. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen und das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Ich habe so eine Vermutung, wer das sein könnte. Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Okay, da ist er zu schwach. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Okay, ich glaube, das ist einfach sowas, wo man es mehrmals machen muss. Hä?
Beweg dich endlich! Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Okay. Oh, wieder klicken. Na? Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Was? Idiot war das? Na, warte. Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, gerümpelt Stielchen. Nein. Der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Hagen? Kannst du fangen? Ja, aber du kannst nicht werfen. Also vergiss das mal gleich wieder. Chronicle? Hey, Mac! Kannst du fangen? Nein! Was kannst du überhaupt? Aufkommende Schreckensschreie unterdrücken zum Beispiel. Dann mach das gefälligst auch. Was? Duell? Oh. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. Zum Kabelklettern? Na? Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. Goal wecken. Ding dong! Aufwachen! Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in... Huch, das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Oh Gott. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut. Ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pumpiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helfe dir. Drei? Was hast du vor? Na was schon? Zwei? Stopp! Nicht! Zweieinhalb? Du wirst uns verbringen! Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins! Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Da. So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Alter. Jetzt aber. Das ist...
ganzes Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Das ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen. Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack, Mac. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Goal! Himmel, Herbert, noch eins! Sie hat die Zeitmaschine gestohlen! Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelocks, Schnurrbärte. Moment, sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Ist es das wirklich wert? Ein Happy End für sich selbst, aber nicht für den Rest des Planeten? Wie es weitergeht, seht ihr. Was? Was? Okay, wie es weitergeht. Mann, da will man eine epische Ansprache machen und dann kommt so ein Rock'n'Roll-Solo. Ja gut, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.